Herr Kosicki, Sie sind Oberbürgermeisterkandidat, Mitglied des Landtags. Zur Kommunalwahl 2020 wollen Sie Oberbürgermeister von Köln werden. Sie sind von der SPD nominiert worden. Jetzt haben wir Corona-Pandemie in Köln. Alles, das Leben steht still. Die Menschen sind stark davon auch betroffen. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie auch immer zu Hause jetzt? Oder wie erleben Sie die Corona-Pandemie in Köln? Also ich persönlich halte mich mit meinem persönlichen direkten Umfeld sehr an diesen Hinweis oder an die Bitte, zu Hause zu bleiben. Ich bin auch in der privilegierten Situation, dass ich alle möglichen Techniken nutzen kann, um solche Videochats zu machen, obwohl das für mich auch Neuland ist. Und ich kann das viel über die Sache abdecken und brauche nicht rausgehen. Das, was ich mache, ab und zu mal ein bisschen frische Luft im Umfeld meiner Wohnung, ein bisschen spazieren gehen, aber dann eben halt entweder alleine oder mit meiner Frau. Ansonsten bin ich wirklich viel zu Hause und versuche hier von zu Hause den Kontakt zur Familie zu halten. Das ist bei uns sehr weitläufig. Meine Frau ist Italienerin. Wir haben natürlich ein hohes Interesse, die neuesten Informationen aus Italien zu bekommen. Mein 90-jähriger Vater ist an der Nordsee in einer Wohnung, in einem Altenheim, aber er ist sehr gut untergebracht und fühlt sich auch sehr wohl. Das ist alles sehr schwierig, aber wir nutzen alles, was wir an Technik haben, um das entsprechend abzufedern. Wenn man jetzt als OB-Kandidat natürlich auch, macht man sich ja sicherlich auch mal Gedanken darüber, dass man sagt, Mensch, wie würde ich das jetzt machen, wenn so eine Krise wäre und ich wäre womöglich Oberbürgermeister? Wenn Sie so auf die Arbeit des Krisenstabes gucken, auch was Frau Rieker natürlich auch macht, machen die einen guten Job im Moment Ihrer Meinung nach? Also ich bitte da um Verständnis. Ich gucke das genau wie Sie von außen an als Zuschauer. Das ist eine Rolle, die für mich nicht ganz einfach ist. Ich komme ja aus einer Struktur, wo ich entscheiden gewohnt bin. Ich war lange beim Polizeipräsidium Köln und habe auch im ständigen Stab einer Organisationsform, die wir nach Gladbeck, nach der sehr fürchterlichen Geiselnahme in NRW flächendeckend eingeführt haben, um solchen Krisensituationen generell Herr zu werden. Da war ich aktiv tätig, da hatte ich eine Funktion. Und jetzt sitzt man hier und kann nichts machen. Und es ist mir wirklich nicht mehr wirklich fern, dort jetzt ein Zwischenurteil abzugeben, wer oder was wie gut gehandelt hat. Was ich allerdings sagen möchte, ist, ich habe sehr frühzeitig und weit zu Beginn der Krise öffentlich gesagt, warum gibt es noch keinen Krisenstab oder was, welche Rolle übernimmt dort die Stadtspitze insgesamt. Das ist dann in den nächsten Tagen danach sukzessive passiert. Solche Krisenstäbe, wenn sie es nicht gewohnt sind zu arbeiten, hapern. Und diese Gesamtsituation ist ja für uns alle etwas sehr Neues. Mhm. Was mir aber sehr wichtig bei der ganzen Geschichte ist, wenn Sie mich nach einem Lob oder nach einer Kritik der Oberbürgermeisterin oder des Krisenstabes fragen, ich möchte auch hier mal deutlich sagen, die meisten Menschen, die im Krisenstab arbeiten, die sieht man nicht. Die gehen in keine Pressekonferenz, sondern die arbeiten rund um die Uhr. Das sind viele Verwaltungsbeamte, das sind Leute in Krankenhäusern, das sind Fachleute, Wissenschaftler. Und denen möchte ich meinen Dank aussprechen, weil die, die im Dunkeln sind, die sieht man nicht. Und das ist etwas, was wir aus der Krise lernen müssen. Es gibt viele Fachleute, viele Menschen in dieser Stadt, die arbeiten wirklich für uns alle und sie werden zu wenig wahrgenommen. Wir haben, ich auch selber mit meiner Familie, wir haben auf dem Balkon gestanden und haben geklatscht für Feuerwehrleute, Müllwerker, Polizisten, Krankenschwestern. Das ist ein wichtiges symbolisches Signal. Aber was jetzt kommen muss, was nach dieser Krise kommen muss, dass diese Wertschätzung, die wir, glaube ich, alle im Moment haben müssen und haben sollen, dass die umgesetzt wird in Geld, in Wertschätzung von sicheren Arbeitsplätzen, zukunftssicheren, tarifgesicherten, als Gewerkschafter gehört das unmittelbar für mich dazu, und unbefristeten Arbeitsplätzen. Wenn ich Oberbürgermeister werden sollte, würde ich massiv dafür eintreten, dass es keine befristeten Arbeitsplätze mehr in der Stadtverwaltung gibt, dass es entsprechend auch eine Lohnerhöhung gibt, dass man Mittel und Wege findet, um diese Zeit, wo diese Menschen wirklich ihr Äußerstes geben, dass man das entsprechend auch durch Sonderurlaub und andere Aktionen wirklich unterstützt. Das ist mir sehr wichtig. Mhm. Jetzt neben den Menschen, die aktiv sind, die auch in den Pflege, in den Altenheimen ihr Bestes geben. Wir haben das auch recherchiert jetzt bei den Sozialbetrieben Köln und auch bei der Caritas Köln. Es fehlt an Schutzkleidung, es fehlt an Masken, es fehlt an all diesen Dingen. Kann man das nachvollziehen, warum wir da nicht besser gewappnet waren? Wir wussten ja seit Anfang Januar letzten Endes auch, dass es dieses neuartige Coronavirus gibt.
Der Januar ist dafür auch schon zu spät gewesen. Die Entscheidungen für solche Vorratshaltungen hätte man oder müsste man vor Jahren entsprechend treffen. Und wir haben alle miteinander. Da kann man jetzt noch nicht mal bestimmten Strukturen den alleinigen Vorwurf machen. Wir haben die gesamte öffentliche Verwaltung personell, sachlich, überall auf Naht genäht. Wir haben immer danach geguckt, wo kann man Kosten einsparen. Und natürlich ist ein entsprechendes Vorratslager und eine Vorratshaltung ist immer kostenträchtig. Aber hier zeigt sich ganz deutlich in dieser Krise, Gesundheit ist kein Kostenfaktor. Bei Gesundheit muss man anders denken. Und wir haben alle miteinander den Fehler gemacht und haben das zurückgefahren. Und das muss eine Lehre sein aus dieser Krise. Wir müssen wieder entsprechende Begriffe auch benutzen. Katastrophenschutz ist jahrzehntelang fast negativ besetzt worden, teilweise in den 60er, 70er Jahren als Kriegsvorbereitung. Das ist alles Schnee von gestern. Wir müssen diese Themen wieder anpacken. Wir müssen entsprechende Strukturen aufbauen. Wir müssen sie mir auch personell hinterlegen. Das kostet richtiges Geld. Aber wenn wir es gehabt hätten, hätte es in der Krise vielleicht ein bisschen besser ausgesehen. Es gibt viele Sozialschwache in Köln, das wissen wir. Viele Menschen haben einen Wohnberechtigungsschein. Womöglich kommen sie in Kurzarbeit, das wird immer schwieriger für sie. Auch da nochmal die Frage, muss die Stadt da nicht noch mehr machen auch vielleicht? Oder auch die SPD-Fraktion im Rat hat ja da auch schon Dinge angestoßen durchaus. Sind wir da schon gut genug aufgestellt, auch wenn es um Obdachlose geht? Wir hatten die Diskussion um die Bonner Straße 126, wo Menschen in einem Haus waren, die man plötzlich raussetzen wollte, warum auch immer, gerade in dieser aktuellen Situation. Sind wir da schon gut aufgestellt? Herr Gauer, bevor ich das beantworte, ich habe ein Riesenproblem mit dem Begriff Sozialschwache. Wissen Sie, Sozialschwache sind für mich Menschen, die keine soziale Empathie haben, Menschen, die ihren Vorteil ausnutzen. Und wir reden hoffentlich über den gleichen Kreis von Menschen, die vielleicht wenig verdienen oder Sozialhilfe in Anspruch nehmen. Aber Sozialschwache ist ein Begriff, es ist ein Kampfbegriff, der mir nicht gefällt und das wertet diese Menschen auch ab. Das nur mal vorneweg, das wollte ich einfach mal loswerden. Ist angekommen. Entschuldigung. Aber Begriffe sind, glaube ich, ganz wichtig. Aber zum Kern Ihrer Frage. Ja, wir müssen verschiedene Gruppen wieder auch in den Fokus nehmen, die bei so einer Gesamtkrise immer leicht in den Hintergrund treten. Also ich will wieder auf meinen persönlichen Bereich zurückkommen. Meine Frau betreut seit Jahren Obdachlosengruppen, ist in einer Gruppe aktiv, die Unterstützung fährt. Und die haben zu Beginn der Krise auch auf Rat des Gesundheitsamtes und anderer Stellen diese Hilfe einstellen müssen, weil sie keine Schutzkleidung und weil sie keine entsprechenden Schutzmittel hatten. Und plötzlich wurde deutlich, dass diese Menschen, und da gibt es einige hundert, wenn nicht gar tausend auf den Kölner Straßen, völlig schutzlos waren. Es gab niemand mehr, der ihnen Essen gegeben hat. Die Duschplätze, also die Mittel, die für uns beide völlig normal sind, sind für diese Leute ein täglicher Kampf. Und das war plötzlich nicht mehr da. Und darauf müssen wir gucken. Und jetzt will ich mal in der Krise was Positives sagen. Es hat lange gedauert, bis die Kirche in Köln aktiv geworden ist. Aber Herr Wölki hat jetzt, und dafür möchte ich ihn loben, sein Priesterseminar aufgemacht. Dort können jeden Mittag Obdachlose eine warme Mahlzeit bekommen. Und sie können auch duschen. Das ist ein wichtiges Signal einer Institution, die das Thema sozial und christlich natürlich im Namen trägt und richtigerweise so trägt. Dann gibt es noch andere Gruppen. Es gibt die Leute, Hartz-IV-Empfängerfamilien, die sehr schwer unter normalen Umständen schon ihr Leben organisieren müssen. Dort sind Kinder, die eigentlich in die Kita gegangen wären oder in die Schule gegangen wären und hätten dort möglicherweise im Ganztag oder in der Kita ein warmes Essen bekommen. Das bekommen sie nicht mehr, weil die Kitas und Schulen geschlossen sind. Wie kann man diesen Menschen helfen? Da kann man zum Beispiel Vorauszahlungen geben oder man kann einen entsprechenden Betrag vielleicht von der Stadt oder von anderen Stellen diesen Familien zur Verfügung stellen, um ihren Kindern ein warmes Essen zu ermöglichen. Der Bereich der Beeinträchtigten oder Behinderten oder körperlich-seelisch behinderten Menschen, das sind in Deutschland 3 Millionen, auch eine große Anzahl hier in Köln. Das sind Menschen, die plötzlich im Haus, die sind im Haus, Hausarrest, kann man das unfachlich nennen, und die erleben plötzlich, dass ihre Angehörigen nicht mehr kommen oder dass ihre Betreuungspersonen sie plötzlich distanziert behandeln müssen mit Mundschutz oder mit Schutzkleidung. Und die verstehen das teilweise nicht und die brauchen eine besondere Zuwendung. Das sind Gruppen, die wir nicht aus dem Fokus verlieren dürfen bei allen anderen Themen, die wir haben. Das ist unwahrscheinlich wichtig, weil das bildet ab den Zusammenhalt dieser Stadt, der Gesellschaft. Und wenn wir die Schwächsten und die Kranken und die Armen aus dem Fokus lassen, dann ist das etwas, was nicht
gut ist. Und der Begriff, den wir alle mit uns zurechttragen, bleibt zu Hause, ist natürlich für einen Obdachlosen eine Farce. Da haben Sie natürlich recht. Ich würde gerne, weil heute auch im Landtag das diskutiert wurde, nochmal auf das Epidemiegesetz, auf die Durchgriffsrechte kommen, weil das ja ein wichtiges Thema ist. Auch wir diskutieren Freiheitsrechte. Wie stark schränken wir auch in so einer Krise letzten Endes unsere Grundrechte ein? Wie sehen Sie da den Vorstoß von CDU und FDP im Landtag mit dem Epidemiegesetz? Ja, also muss ich vorsichtig sein in der Begriffswahl, aber ich war nicht nur erschrocken, ich war sehr frustriert, weil was wir alle miteinander feststellen können, wir haben eine Gesundheitskrise. Und für diese Krise müssen wir alles auf den Weg tun, damit wir den Menschen hier die Rahmenbedingungen schaffen, damit wir Schutz und Hilfe geben. Aber wir haben keine Demokratiekrise. Und wenn man ein Pandemiegesetz auf den Weg bringt, in einem verkürzten Verfahren es angeht. Also wir haben in der letzten Woche oder in den letzten Tagen sehr schnell große Milliardenbeträge im Bund, im Land und auch hier in der Stadt Köln hier in den Räten, in den Parlamenten freigemacht mit einstimmigen Beschlüssen. Keine Frage, war der richtige Weg, ist der richtige Weg. Muss vielleicht noch nachgesteuert werden. Aber wenn man an Freiheitsrechte rangeht, dann kann man das nicht unter Ausschluss des Parlaments, unter Ausschluss der frei gewählten Abgeordneten machen. Dafür gibt es keinen Grund dafür. Und wenn man dann Gesetzesvorlagen vorlegt, die nach Aussage von Verfassungsrechtlern, nicht von Parteipolitikern, in großen Teilen verfassungswidrig sind, weil sie nicht beschreiben, wie es vorgeschrieben ist, warum welche Grundrechte wie eingeschränkt werden müssen, dann hat diese Regierung versucht, ein Gesetz vorzulegen, das von Anfang an zum Scheitern verurteilt war und das den Konsens sehr in Frage stellt. Also ich glaube, Sie kriegen jetzt noch den richtigen Weg, weil es jetzt ein anderer Weg eingeschlagen worden ist. Es werden Anhörungen stattfinden. Die Fachausschüsse beschäftigen sich damit und wir kommen hoffentlich zu anderen Ergebnissen und zu rechtlich abgesicherten. Ansonsten werden wir in der SPD-Fraktion diesem Gesetz nicht unsere Zustimmung geben. Und zwar aus grundsätzlichen Gründen. Ich habe als Gewerkschafter und als Sozialdemokrat in meinem ganzen Leben für Freiheitsrechte gekämpft. Und ich werde sie jetzt nicht opfern, weil wir eine Gesundheitskrise haben. Dankeschön. Noch eine Frage zur Verschiebung der Kommunalwahl. Vor allem von kleineren Parteien wird das immer wieder gefordert, weil die teilweise auch ihre Unterschriften natürlich nicht zusammenkriegen. Wie stehen Sie dazu als OB-Kandidat? Im Moment können Sie ja nicht auf Straßenplätzen sein und mit Menschen sprechen und Ihre politischen Positionen auch klar machen und deutlich machen. Wären Sie auch für eine Verschiebung der Kommunalwahl jetzt schon, das zu bestimmen? Oder sagen Sie da, nee, das ist richtig, dass man jetzt noch abwartet und guckt, ob man die Fristen einhalten kann, dann entsprechend und dann erst später eine Entscheidung trifft? Also jetzt ist der völlig falsche Zeitpunkt. Bevor wir zu einer so gravierenden Entscheidung kommen, dass wir eine Kommunal- und Oberbürgermeisterwahl verschieben, wohin auch immer, muss man vorher andere Sachen versuchen. Unter anderem kann man per Gesetz auch im Land, das ist auch Landesaufgabe, klären, die Fristen zu verkürzen. Man kann einfachere Wege machen. Also man soll erstmal vorher alles probieren, um entsprechend dieses Datum halten zu können. Wir wissen alle nicht, können nicht in die Glaskugel gucken, wie es im Juni, Juli aussieht, wie es in der Sommerpause aussieht. Die Fristen müssen gewährt werden, das ist völlig klar, gewahrt werden. Aber da gibt es Mittel und Wege von in einer digitalisierten Welt, das auch anders zu regeln. Also ich bin im Moment absolut dagegen, diesen Termin zu verschieben, weil ich habe eben in einem anderen Zusammenhang gesagt, wir haben eine Gesundheitskrise, aber keine Demokratiekrise. Und wenn Sie mal speziell auf Köln gucken, ist der jetzt amtierende Rat ja auch schon über seine Zeit hinaus. Und wenn wir das nochmal verlängern, dann wird das langsam schwierig für den Wechsel oder für die demokratischen Gepflogenheiten. Also man muss immer beide Seiten sehen und die konkrete Antwort, nein, ich bin nicht für eine Verschiebung. Ich glaube, Politik, wir als Landespolitiker, aber auch die Kommunalen müssen sich über Wege orientieren, wie man die Wahl demokratisch frei, geheim durchführen kann. Bayern hat, da kann man ja auch gerne mal in das Nachbarland oder in das andere Bundesland gucken, die zweite Runde, also die Stichwahlen der Oberbürgermeisterwahlen, sind als reine Briefwahl gelaufen, mit einer hohen Wahlbeteiligung. Und das ist eine rechtmäßige Wahl zu wählen. Das ist ein Weg. Also man kann dann auch viel Logistik vielleicht mal bei dieser zweiten Runde auslassen und man kann vieles machen. Hauptsache, die Menschen bekommen
vernünftige Wahlzettel, vernünftige entsprechende Angebote und alle Listen und alles ist richtig, das ist richtig. Aber nein, keine Verschiebung. Was würden Sie den Menschen in so einer schwierigen Situation, in der wir uns gerade befinden, wünschen und mit auf den Weg geben? Sie sollen ihre Hoffnung behalten, sie sollen kreativ sein, sie sollen mutig sein. Wir alle wissen nicht, was in den nächsten Wochen passiert. Wir müssen eng zusammenstehen, wir müssen auf die Gruppen gucken, die wir beide eben angesprochen haben. Wir müssen gucken, wie solidarisch ist denn Köln wirklich? Ist das, wie man uns von außen zu Unrecht, glaube ich, immer vorwirft, ist das alles nur Klischee oder sind wir wirklich die tolerante, offene, multikulturelle, bunte Stadt, die jedem hilft? Die Kölner lassen keinen alleine, war mal ein Spruch der Kölner Polizei, der in meiner aktiven Zeit dort sehr viel gebraucht wurde. Und ich glaube, der ist heute umso wichtiger. Kölner und Kölnerinnen lassen keinen allein. Aus der Krise kann man auch positive Sachen schöpfen. Man kann auch gestärkt daraus hervorkommen. Und bei den Menschen, die in vielen Bereichen unsicher sind und zu Recht unsicher sind, die zum Beispiel Angst um ihren Arbeitsplatz haben oder um ihre Selbstständigkeit, um ihr kleines Geschäft, die Fädelsgeschäfte, die so wichtig sind, der lokale Handel, die brauchen einfach Vertrauen und Unterstützung durch Politik und durch klare und vernünftige Entscheidungen. Und wenn es ein paar Leute in dieser Stadt geben würde, die vielleicht jetzt schon mal anfangen und sich in Ruhe, die vielleicht Zeit dazu haben, im Familienkreis oder im virtuellen Freundeskreis, sich mal darüber Gedanken zu machen, wie soll diese Stadt eigentlich hinterher aussehen? Was nehmen wir eigentlich mit aus dieser Krise, außer das Leid in einigen Familien, und hoffentlich werden das nicht so viele werden, dass die Angehörige verloren haben, dass viel Leid da verarbeitet werden muss. Aber die positiven Geschichten und der Aufbruch und die Motivation, was Neues anzufangen. Früher hat man mal gesagt, die Ärmel hochkrempeln. Also dazu möchte ich auch in einer entsprechenden Funktion gerne zu beitragen. Und ich hoffe auf viel Kreativität, ich hoffe auf viel Zustimmung. Und der Kölner und die Kölnerin schaffen das. Herr Kosicki, herzlichen Dank für dieses digital-virtuelle Interview, auch in neuer Form natürlich mittlerweile. Wir stehen nicht mehr nebeneinander, sondern sitzen beide vor unseren Webcams. Ganz herzlichen Dank und vor allen Dingen Ihnen persönlich natürlich auch und Ihrer Familie einen guten Weg durch diese Corona-Pandemie-Krise. Dankeschön. Das Gleiche wünsche ich Ihnen und ich hoffe, wir trinken bald mal wieder einen Kölsch zusammen mit allen Journalisten.